Hallo bei Röntgensport. Heute sind wir in Hattendorf, beim SV Hattendorf. Das ist ein Team in der zweiten Kreisklasse. Neben mir sitzt Trainer Helmut Wittek. Hallo Helmut, grüß dich. Hallo. Ja, der SV Hattendorf pendelt in den letzten Jahren immer zwischen erster Kreisklasse und zweiter Kreisklasse. Vor 3 Jahren wart ihr auch mal in der dritten Kreisklasse. Aber das habt ihr gleich wieder repariert, seid aufgestiegen in die zweite Kreisklasse. Jetzt sieht es gut aus in diesem Jahr. Ihr seid Tabellenzweiter. Es sieht nach einem Dreikampf aus um die Meisterschaft. Aktuell ist Lauenau Erster, Lauenau 2 und die SG Liegwegen Sülbeck Südhorsten ist punktgleich mit euch. Ja, wie sieht deine Hinrundenbilanz aus? Ja, ist ganz klar, mit der Hinrundenbilanz sind wir natürlich sehr zufrieden. Wir haben zurzeit den zweiten Platz inne und es ist insgesamt sehr, sehr gut gelaufen. Das hat natürlich verschiedene Gründe, wo wir wahrscheinlich leider noch drauf zu sprechen kommen. Und ja, da gibt es eigentlich nichts weiter dazu zu sagen. Sind sehr, sehr zufrieden und wollen natürlich versuchen, den Platz zu halten. Was sind so die Stärken deiner Truppe? Also die Stärken liegen ganz klar im Offensivbereich in diesem Jahr, das muss man auch ganz klar sagen. Da haben wir wirklich einige Spieler zubekommen, die technisch sehr versiert sind. Und ja, wir spielen uns wirklich sehr, sehr viele Chancen raus. Manchmal lassen wir zu viele liegen, aber da müssen wir sicherlich noch ein bisschen dran arbeiten und dran üben, sage ich mal. Aber das ist ganz klar die Stärke. Und natürlich auch das Kollektiv der Mannschaft. Also die Mannschaft hält wirklich super zusammen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht man schon im Training. Wir haben ja also extrem selten mal weniger als 12, 13 Leute beim Training. Und ich glaube, für eine zweite Kreisklasse ist das nicht unbedingt normal, ne? Oder nicht selbstverständlich. Sage ich mal. Also ich bin da so sehr zufrieden mit der Trainingsbeteiligung. Und das spricht halt auch für das Team, ne? Ganz klar. Ja, Helmut, du hast die Offensivstärke deiner Mannschaft angesprochen. Hier in Hattendorf ist das Phänomen, dass 4, 5 Migranten hier spielen, die technisch sehr versiert sind und sich dann auch schon mit einem fulminanten Auftritt beim Hallenturnier des SC Rinteln in wahrscheinlich viele Notizbücher von höherklassigen Trainern gespielt haben. Wie klappt die Verständigung? Wie sind die hier hergekommen? Was kannst du mir dazu sagen? Ja, also mittlerweile sind das also 6 Migranten, die hier spielen. Sage ich gleich mal dazu, dass sie wirklich auch sehr zuverlässig sind, sind sehr, sehr nett. Es macht einen Riesenspaß, mit den Jungs zu trainieren. Hergekommen sind zu seiner Zeit, das hat angefangen in der Saison Vorbereitung 17-18 vorletztes Jahr und das war ein Zufallsprodukt. 2 Spieler von uns, die waren seinerzeit bei McDonald's damals essen und da haben sie 2 kennengelernt und die haben dann halt gefragt wegen Fußball und so weiter. Und die würden wohl gerne Fußball spielen und so sind die dann hier rangekommen, sind dann tatsächlich die Woche drauf hier beim Training gewesen und so ist das halt immer mehr gewachsen. Es sind dann halt, wie gesagt, noch welche dazugekommen. Mittlerweile sind es 6 Spieler und ich kann einfach nur sagen, es macht einen Riesenspaß. Ne? Sicherlich hast du recht, dass gerade aufgrund des Hallenmasters in Rinteln waren wir erstmal sehr dankbar, dass wir da eingeladen wurden hier vom SC Rinteln über Heiko Ruhe. Und es hat in der Tat einen riesen Spaß gemacht. Ich fand auch, dass die Jungs da richtig gut gespielt haben. Wir haben mit, oder ich sag mal, ein bisschen mehr Glück oder ein Tor, was wir noch hätten schießen müssen gegen SC Auertal. Wenn wir unentschieden gespielt hätten, dann wären wir tatsächlich in die Endrunde gekommen und das wäre schon ein absolutes Highlight gewesen. Und so war es schon für die Jungs total klasse, weil wir haben da beim Hallenmasters wirklich gut gespielt, 2-2 gegen Stadthagen, gegen Lienstedt eigentlich kein Problem gehabt und gegen SC Auertal leider das Spiel knapp 2-1 verloren. Und klar ist natürlich, dass dann andere Trainer auch aufmerksam werden, das ist gar keine Frage. Ne? Wie klappt das mit der Verständigung? Genau, die Verständigung, das ist eigentlich kein großes Problem. Der andere, die sprechen schon relativ gut Deutsch, das muss man einfach sagen. Und wo das nicht so funktioniert, dann helfen die sich natürlich untereinander. Mhm. Also Französisch sprechen die generell eigentlich und das ist dann aber wirklich kein Problem. Ein bisschen Deutsch, sage ich mal, geht bei allen. Ja. Glaubst du, dass du oder dass der SV Hattendorf die Spieler über den Sommer hinaus halten können? Ja, das hoffen wir natürlich. Also wir haben natürlich schon gefragt, wie es aussieht
Bislang ist wirklich der Status, dass also keiner den Verein verlassen wird. Sehen werden wir es dann, wenn es soweit ist, das ist immer so. Aber was vielleicht auch dafür spricht, dass sie hier bleiben, die Jungs sind wirklich ein eingeschweißtes Team, das muss ich einfach sagen. Die verstehen sich einfach wirklich hervorragend, auch nach dem Training sitzen sie öfters hier noch zusammen. Und das sehen die Jungs natürlich auch, ne? Und die nehmen das gerne mit, glaube ich. Wir versuchen auch hier und da zu helfen, wo es geht. Hier werden ja auch Deutschkurse angeboten im Auertal bei der AWO. Dann werden sie mal gefahren. Und wenn Termine sind beim Landkreis oder so, versuchen wir auch schon mal zu helfen. Das läuft alles so nebenher. Ist natürlich auch ein bisschen Arbeit, man muss auch ein bisschen Zeit investieren. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass die Jungs auch sehr, sehr dankbar sind. Und alle, wie sie da sind, muss ich ganz ehrlich sagen, sind total vernünftig. Kann ich einfach nicht anders sagen. Ihr habt eine super Ausgangsposition für die Rückrunde. Ihr geht jetzt in die Restsaison als Tabellenzweiter. Zwei steigen auch auf in die erste Kreisklasse. Ein Punkt liegt dahinter Lauenau. Punktgleich ist die SG Liegwigen-Sülbeck-Südhorsten. Ja, wie sieht's aus? Meisterschaft, Aufstieg in die erste Kreisklasse, sind das realistische Ziele? Ja, ich denke mal, wenn wir so zusammenbleiben, wie wir im Moment hier zusammen sind mit der ganzen Truppe, ist das sicherlich ein Ziel, was wir uns auch gesteckt haben. Aber trotzdem sind es noch 10 ganz schwere Spiele. Es hängt immer von vielen Faktoren ab. Man muss auch mal sehen, dass man nicht so viel Ausfälle hat, dass alle gesund bleiben. Das gewünschte Glück muss man auch mal haben. Aber grundsätzlich, so wie die Mannschaft sich im Moment hier präsentiert und wir nicht viele Ausfälle kompensieren müssen, glaube ich einfach, dass wir tatsächlich unter den ersten zwei Dritter auf jeden Fall werden können. Dann steigst du nicht mehr auf, ist klar. Aber ich glaube, es sind nicht nur Lauenau und Liegwigen zu nennen. Ich denke, dass Sachsenhagen 2 für mich auch noch ein ganz heißer Kandidat ist. Selbst Deckbergen habe ich noch nicht abgeschrieben. Wenn die eine richtig gute Rückserie spielen würden, können die rankommen. Und wer auch noch dabei ist, ist Wiedensaal. Wiedensaal spielt sehr, sehr körperbetont. Und ich glaube, wenn die auch eine gute Rückserie spielen, selbst die können da noch ganz groß mit angreifen. Das sind wirklich 5-6 Mannschaften, wo, glaube ich, noch eine Menge möglich ist. Sicherlich ist unsere Ausgangsposition im Moment ganz gut, aber es ist halt ganz, ganz eng. Keine Frage. Ja, der SV Hattendorf hat mittlerweile nur noch eine einzige Mannschaft. Das ist jetzt hier eure erste Herrenmannschaft. Wie sieht es da aus für die sportliche Zukunft des SVH? Könnt ihr weiter eigenständig bleiben oder glaubst du, dass es in den nächsten 3, 4, 5 Jahren dann doch irgendwann mal zum Beitritt zum großen SC Auertal übergehen wird? Ja, ist natürlich eine ganz schwere Frage. In die Glaskugel kann ich auch nicht gucken, sage ich immer. Wir versuchen natürlich jedes Jahr wieder eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, dass wir hier wieder eine Saison spielen können, aber wie lange das geht, das kann ich einfach nicht beantworten. Der Vorstand, die Verantwortlichen versuchen eine ganze Menge. Bislang hat es immer funktioniert. Ob irgendwann mal tatsächlich noch der Beitritt dann zum SC Auertal kommt, das kann ich einfach nicht beantworten, das weiß ich nicht. Das wird einfach die Zeit zeigen und ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Aber du bleibst auf jeden Fall im nächsten Jahr Trainer hier oder wie sieht es da aus? Ja, also nächstes Jahr werde ich sicherlich noch Trainer sein, da ist das Fakt. Das ja, werde ich mit Sicherheit noch machen. Hoffentlich mit einer guten Mannschaft und vielleicht auch eine Klasse höher. Wäre schön. Helmut, wir drücken dir und dem SV Hattendorf die Daumen. Vielen Dank für das Gespräch und ja, schöne Rückrunde, viele Siege und vielleicht dann noch eine geile Aufstiegsfeier. Danke. Ich bedanke mich auch und schön, dass ihr hier wart. Danke.